So, einen wunderschönen guten Morgen zum nicht mal Livestream, sondern zum Video DAX Long oder Short. Wir haben mittlerweile den 10.09.2024. Es ist bei mir jetzt 0.02 Uhr, also wir haben schon den 10.09., allerdings nicht früh um 7, sondern eben vor dem Schlafengehen. Und ich habe mich entschieden, jetzt hier für euch ein Video aufzunehmen, denn morgen früh wird es hier ein bisschen kritisch mit dem Livestream. Mal gucken, ich werde wahrscheinlich auch fürs Devisenradar dann später oder morgen früh dann noch ein Video aufnehmen, was ich euch dann zu 9.30 Uhr entsprechend online stelle. Somit jetzt die ersten Gedanken für morgen, für unseren lieben DAX, der ja heute erstmal ein Stück weit weiter nach oben geklettert ist. Und wir hatten auch aus den USA entsprechend wieder einen leicht fallenden VIX. Entsprechend auch die Annahmen, dass die Zinsen gegebenenfalls wieder dann doch wieder diese linke Spalte ging wieder so ein Stück weit nach oben. Und somit zog es entsprechend auch die US-Märkte, zumindest leicht in Richtung Norden, wäre das Ganze jetzt mal für den DAX ein wenig einnorden. Bevor wir das tun, wie gewohnt an der Stelle erstmal ganz kurz natürlich der Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch, achte bitte grundsätzlich darauf, dass er natürlich mit Stops arbeitet, dass er die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass er all das, was ich hier sage, an Setups formuliere und gegebenenfalls vortrade, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker JFD habt, dann wie gewohnt auf der Website von jfdbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker beantwortet bekommen. So, und dann switchen wir mal rauf. Erstmal mache ich das hier weg, denn ich habe nur einen Bildschirm dabei. Schauen uns das Ganze im DAX mal ein bisschen im übergeordneten Bild an. Was jetzt definitiv Fakt ist, ist, dass wir entsprechend von der Unterseite erstmal diese zwei Bereiche, die wir uns heute Morgen, gestern Morgen muss man ja sagen an der Stelle, zurechtgelegt hatten, dass das erstmal grundsätzlich gar nicht so verkehrt war. Wir sehen, dass hier erstmal entsprechende Reaktionen in diesen Bereichen kamen, hier in Richtung Süden und entsprechend auch in diesem oberen Bereich hier immer wieder Reaktionen nach unten. Aber wir haben am Ende dann eben steigende Tiefpunkte gehabt. Nichtsdestotrotz, den einen oder anderen Punkt hätte man auf der Short-Seite hier durchaus heute rausholen können. Heute, ich sage immer noch heute, aber es ist eigentlich schon der nächste Tag. Aber ihr wisst, was ich meine. Aber, und jetzt ziehen wir uns wirklich so langsam in diese Zone hinein. Und die wird jetzt spannend. Und ich hatte heute Morgen schon gesagt, dass das schon durchaus auch so eine Art richtungsentscheidender Bereich ist. Schauen wir uns das Ganze mal im übergeordneten Bild an. Wir kommen oder kamen, waren hier in diesem Bereich sehr, sehr seitwärts tendierend. Häufig in diesen unteren Bereich hier hineingelaufen. Wir sehen hier des Öfteren, wo der Markt dran ist, auch von der Unterseite gab es dann den Test, bevor es dann am Freitag durch die Non-Farm Payrolls dann direkt in Richtung Süden ging. Und jetzt ackerte sich der DAX so ein bisschen von unten daran. Jetzt haben wir so den Punkt, dass die US-Märkte durchaus erstmal positiv verlaufen sind am heutigen Tag. Allerdings mal gucken, ob die nennenswert weiterkommen. Ich würde durchaus für den DAX erstmal, solange wir in diesem etwas größeren Bereich drin sind und drin bleiben, also das, was wir jetzt hier quasi als zweiten Bereich am Morgen uns zurechtgelegt hatten, solange wir da drin bleiben, ist erstmal die Abwärtsseite meines Erachtens noch aktiv und man könnte durchaus schauen, ob man hier den ein oder anderen Short Trade bekommt. Wäre es etwas konservativerer Markt bezüglich der Abwärtsseite, und sich sagt, naja, so richtig short sah das in den US-Märkten heute nicht aus. Und vor allem, wir werden gleich nochmal raufschauen, der VIX ist aktuell bei 20, unter 20 schon wieder. Und das ist natürlich schon auch seitens der US-Märkte durchaus ein positives Zeichen. Also wer jetzt hier vielleicht ein bisschen konservativer abwarten will, der wartet erstmal, dass der DAX erstmal wieder ein bisschen die Südseite sieht, von der Unterseite dann so diesen 25er-Bereich irgendwie nochmal testet und dann gegebenenfalls hier weiter in Richtung Süden wandert. Also konservativ abwarten, gegebenenfalls den Markt erstmal ziehen lassen und dann vielleicht nochmal auf der Abwärtsseite einsteigen. Auf der Nordseite, und ich glaube, das hatten wir uns heute Morgen auch schon zurechtgelegt, wäre es natürlich dann denkbar, wenn wir hier rüberlaufen, dann nochmal diesen Retest von der Oberseite bekommen, quasi ähnlich wie hier überall. Da sind wir ja quasi immer wieder rangelaufen an diesen Bereich, somit wäre das ebenfalls erneut ein Gedanke, um hier in Richtung Norden zu handeln, zumindest erstmal so in den Bereich um die Marke, ja, so 630 bis 650 wäre so der konservativere Gedanke, der sich hier durchaus ergeben kann. Und das sind auf jeden Fall ein paar Pünktchen, wo man dann vielleicht auch auf der Aufwärtsseite was verdienen kann. Wir müssen allerdings ein bisschen aufpassen. Mittwoch, und da können wir jetzt gleich nochmal drauf schauen, werden wir ja die CPIs bekommen. Somit würde ich auch für den morgigen Tag eigentlich gar nicht nennenswert davon ausgehen. Schauen wir hier nochmal drauf. Morgen kriegen wir um 8 Uhr die Arbeitsmarktdaten für Großbritannien. Also für diejenigen, die im britischen Pfund unterwegs sind, für die ist das durchaus interessant. Aber Mittwoch kommen dann die CPIs heraus. Und die sind nicht ganz so unwichtig. Also die sind eigentlich nicht ganz so, also die sind schon richtig wichtig. Ja? Und von daher wäre es denkbar, dass morgen vielleicht gar nicht so nennenswert viel passiert. Die zwei Szenarien, wie gerade eingezeichnet, so ein bisschen mit diesem richtungsentscheidenden Bereich arbeiten. Meines Erachtens nach durchaus denkbar. Wir werden morgen auch, ich habe immer noch nicht richtig die Zeit rausgefunden, aber ich habe jetzt mal angefangen, mir die Seiten zurechtzulegen, wo man so quasi diese Umfragewerte sieht.
wer jetzt aktuell vorne liegt und wer jetzt hinten liegt. Wir sehen, dass Kamala Harris mit 49% durchaus vor Donald Trump liegt. Und das könnte sich natürlich morgen mit dem TV-Duell dann eben in den USA auch durchaus wieder wenden. Und wenn wir mal raufschauen und wir sehen, dass wir quasi mit August dann eben auch mit der Wende, wo dann eben Kamala Harris quasi als Präsidentschaftskandidatin quasi gekürt wurde, dann eben auch aufgeholt hat und Donald Trump durchaus überholt hat. Und mal gucken, was da morgen passiert. Das kann am Ende des Tages natürlich auch durchaus interessant werden für die Aktienmärkte. Allerdings meines Erachtens nach, das ist ja erst zum Ende des Handelstages. So, somit haben wir jetzt erstmal die Gedanken für den DAX aufgebaut, blicken nochmal in Richtung der US-Märkte. Und hier hatte ich ja heute Morgen gesagt, mit der US-Opening Bell gesagt, und dann gehen wir nochmal ganz kurz auf die Volatilität drauf. Schauen wir das Ganze hier mal an, Volatilität. Also wir sind unter 20. Ich hatte ja gesagt, wenn die Volatilität, wir waren heute mit der US Opening Bell noch bei 21 irgendwas. Ich hatte gesagt, wenn die unter 20 rutscht, ja, dann durchaus die Abwärtsseite gegebenenfalls abhaken und in Richtung der Aufwärtsseite denken. Und das ist am Ende dann im Prinzip auch passiert. Ne? Wir hatten diesen Bereich dann hier als nicht ganz so unwichtig. Ich zeichne jetzt mal nur die Mitte ein, ja, bezüglich der US-Märkte. Ja, so, zack. Zeichne jetzt mal hier, haben wir jetzt einen Strich, ja genau, die Mitte ein, ne, das war so in etwa so diese Zone hier, so die Mitte. Nun, da sind wir von oben nochmal rauf, ein bisschen zwar überpaced, aber sind dann hier und da gab es durchaus Möglichkeiten, hier zum Ende des Handelstages sogar auf der Long-Seite zu handeln. Hier durchaus schwierig, auf der Long-Seite reinzukommen, man müsste jetzt mal ins kleine Bild reingehen, aber wir sehen, da sind wir ja relativ stark und schnell durchgelaufen durch diese Zone. Aber da sieht man, wie sich das ganze Blatt dann doch eben schnell wieder wendete. Nichtsdestotrotz hat man denn trotzdem hier die Möglichkeit, in der Zone eben auch einen Short zu suchen. Also da ist auch locker was drin gewesen. Wenn wir mal schauen, wir sind hier aus dem Bereich, naja, so 63 bis in den Bereich 36 gefallen oder sogar vielleicht im Tief sogar die 33. Also da haben wir 30 Punkte und ich hatte, glaube ich, eh nur mit irgendwie 40 Punkten gearbeitet heute von den möglichen Zielen. Von daher, also hier erstmal alles im grünen Bereich, auch wenn die auch für die Short-Seite. Und dann wendete sich im Prinzip das Ganze in Richtung Norden. Und hier würde ich jetzt auch vorsichtig sagen, wenn man sich den S&P morgen als richtungsentscheidenden Indikator so ein bisschen mit zu Rande nehmen möchte, solange der S&P oberhalb der 60, 61, 62 bleibt, ist natürlich der US-Markt. Und wenn man mal den S&P jetzt nutzt, ne, Dow Jones war ja so der stärkste, S&P in der Mitte und Nasdaq so die schwächste, das schwächste Glied. Wenn man auf den S&P schaut, würde ich so eben diesen Bereich gut 60 so ein bisschen als richtungsentscheidend werten und durchaus die Möglichkeiten auf der Long-Seite, wenn auch der US-Markt erstmal diese Stabilität behält. Also wir sind jetzt hier in einem entscheidenden Bereich. Kann sein, dass wir quasi über Nacht mit den asiatischen Märkten vielleicht auch morgen früh direkt ein Stück weiter Richtung Norden laufen und somit dann vielleicht auch morgen die Long-Seite durchaus denkbar. Ich werde morgen wieder unterwegs sein, dann natürlich mit der US-Opening Bell auch die US-Märkte uns anschauen. Wir werden morgen um 15.30 Uhr gemeinsam uns die US-Markteröffnung im Live-Trading-Room anschauen. Der ist für alle free, ja, im Premium-Club, also kommt da gerne morgen rein. Wir können noch mal kurz raufschauen auf den Webinare und Eventkalender. Und zack, 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 den haben wir hier vorne. Dienstag, also 7 Uhr, DAX Long oder Short, das ist das, was ich jetzt gerade aufnehme und euch jetzt als Video gleich zur Verfügung noch hochlade. Dann 9.30 Uhr werde ich morgen dann eben im Laufe des Morgens dann eben auch ein Devisenradar aufnehmen, um euch das dann zu 9.30 Uhr online zu stellen. 15 Uhr die US Opening Bell, die wird live sein und 15.30 Uhr, wie gesagt, morgen im Premium Club entsprechende Live-Trading. Da könnt ihr euch übrigens kostenfrei für anmelden. Einfach auf den Webinar- und Eventkalender von JFD gehen, ne? jfdbrokers.com, dann eben auf den Punkt Webinare und Events, dann kommt ihr zum Webinar- und Eventkalender, raufklicken, ja, und dann, wenn ihr da nach unten scrollt, dann habt ihr die Möglichkeit, hier erfahren Sie mehr, da raufklicken, ja, weil eben die Frage auch kam. Und dann habt ihr die Möglichkeit, euch hier für den Premium Club kostenfrei anzumelden. Ja. Der Elite Club, der auch quasi im Vergleich steht, ist für Kunden von JFD. Also da müsst ihr Kunde sein, mindestens 5.000 Euro einzahlen, dann habt ihr die Möglichkeit, hier voll mit dabei zu sein. Alle Live-Trading-Räume in der Woche und auch noch zahlreiche weitere Angebote. Der Premium Club, also das morgige Webinar, ein Webinar, immer ein Live-Trading-Room in der Woche, ist ja für den Premium Club quasi reserviert. Und da könnt ihr eben morgen kostenfrei rein, mit dabei sein. Also einfach hier mal anmelden, ne? Treten Sie dem Premium Club bei und dann seid ihr da gerne morgen um 15.30 Uhr mit dabei und da werden wir dann gemeinsam die US Opening Bell mal covern. Ein paar Gedanken diesbezüglich von meiner Seite kundtun. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Trade und einen oder anderen Trading-Gedanken. Also kommt gerne mit dazu und ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. In diesem Sinne euch erstmal einen wunderbaren Handelsstart und bis später dann auch irgendwie wieder live. Euer Markus Klebe. Bye bye und ciao. Tschüss.
JFT Just Fair and Direct.